Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Play 11. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Wir fliegen zusammen, wir sind im Multiplayer. Hey Leute, ich bin auch mit am Start in diesem absolut krassen Spiel. Ja, ganz genau. Boah. Wir haben einige Plugins installiert, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Wir werden eine quasi Abflug- und eine Ankunft-Folge. Wir fliegen von Frankfurt nach London Heathrow. Und ja, wir machen alles Mögliche her mit Flight Computer, Autopilot, alles eingeben und so natürlich alles richtig. Und werden hoffentlich einen guten Flug haben mit Echtzeit und echtem Wetter natürlich auch. Mega krass. Ja. Werden wir wahrscheinlich so, ja, doch schon bei ziemlich dunklen Bedingungen landen. Und wie gesagt, wir haben einige Plugins mit dabei. ATC, ja, also Funk machen wir heute also ausnahmsweise mal nicht. Das habt ihr ja in meinen letzten Folgen gesehen. Aber ja, das muss Mike sich irgendwie noch holen. Das hat er nicht. Also ansonsten haben wir alle Plugins gleich. Und ja, viel Spaß. Wir fliegen auf jeden Fall mit einer Lufthansa, fliegt der Jan. Und ich fliege mit Turkish Airlines. Wir machen das Ganze hier über FS Cloud. Das heißt, so können wir zusammen zocken. Kann aber auch passieren, dass wir anderen Leuten begegnen, falls ja, die da rumfliegen. Cool. Das ist aber auch ganz cool. Nur, dass dein Flugzeug jetzt nicht so aussieht wie meins, obwohl du das gleiche hast. Also wir haben das gleiche Flugzeug, sieht jetzt nicht ganz so aus. Ja, es sieht nicht 100% gleich aus. Und eine Sache ist dazu gesagt, dass ich natürlich hier ohne Facecam aufnehme. Falls ihr euch das wünscht, gerne in die Kommentare. Aber ich dachte für die erste Folge, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, warum ich mich überhaupt traue, hier mitzufliegen. Das wird echt interessant. Ich habe mich natürlich mit Jan schon ein bisschen damit beschäftigt mit dem Spiel, aber ja, ist immer noch mega schwer für mich und ja, deswegen für die erste Folge mit den ganzen Knöpfen und allem drum und dran keine Facecam. Einige Plugins, wie der Jan schon gesagt hat, haben wir installiert. Nichtsdestotrotz habe ich noch viel vor, also ich habe mich da schon ein bisschen erkundigt und werde mich in der nächsten Zeit auch noch mehr erkundigen, noch viele Plugins zu installieren, noch ein paar kleine Feinheiten. Wie wir sehen, bin ich hier auch am Originalflughafen Frankfurt. Ja, aber ein paar Kleinigkeiten, die kann man auf jeden Fall noch installieren. Wir fliegen mit dem Flugzeug, wie genau heißt das? 737-800. Ich habe mir auf jeden Fall auch ein anderes Flugzeug noch geholt. Und zwar die A320. Ultimate heißt die. Mit der will ich unbedingt mal fliegen. Das ist ein richtig, richtig cooles Flugzeug. Und ist auch viel detailtiefer und realistischer als dieses hier. Aber damit komme ich noch nicht zurecht. Und deswegen fangen wir jetzt mit diesem hier an. Und dann bin ich, glaube ich, bereit für den Pushback. Bremse habe ich scharf geschaltet. Der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Ich schalte hier wieder auf Land. Bodenlandbrücke. Der Schlepper bringt sich in Position. Aber namenmäßig müsste eigentlich alles super passen. Mit dem Star, der Runway Transition und alles für. Namenmäßig passt es, aber es sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Sieht echt komisch aber aus. Aber gut, Leute, das kriegen wir hin. Ja, wir sind ja krasse Piloten. Das funktioniert auf jeden Fall gut. Es gibt übrigens auch eine kleine Verzögerung hier über dieses FS Cloud. Ah, du wirst schon gepushbackt. Ja. Gibt eine kleine Verzögerung, sagte, ja, aber ja. Systeme werden irgendwie gerade so gecheckt oder so. Keine Ahnung. Wie, wohin fahre ich denn eigentlich? An. Da. Also muss ich links lang oder wo haben wir denn jetzt? Links haben wir, ne? Okay, Leute, wir sind am Stissel. Der Geilo-Typ hat uns gerade losgelassen. Und jetzt rollen wir. Ich habe noch kein Freifahrtszeichen bekommen. Jetzt rollen wir zu unbekannten Runway. Keine Ahnung, wo ich muss. Bei den Schildern nach. Aber die Beleuchtung vom Flughafen ist schon an. Ja, stehen auch, das ist doch quasi. Also Schilder. So, jetzt muss ich hier links rauskommen. Oh, guck mal, das ist sogar ein Lufthansa-Pushback-Fahrzeug. So, er sagt mir, alles klar, fahr los. Löse ich natürlich die Handbremse. Handbremse, oder? Ja. Kennst du nicht. Er hat das Flugzeug auch immer mit der Hand fest. So, und dann rolle ich dem Superpiloten einfach hinterher, würde ich sagen. Der weiß ja, wo es lang geht. Ja. Dann nutzt auch schön seine Störklappen. Nee, ich habe es jetzt so gemacht, wie du gesagt hast. Ich hatte sie auch vorhin so. Also keine Ahnung, was. Das war wahrscheinlich über FS Cloud wieder nicht richtig. Okay, irgendwas funktioniert irgendwie gerade nicht. Okay, Leute, ich bin auf dem Runway.
Jetzt schalte ich erstmal die Bremsen scharf, die mussten wir gerade beim Rollen wegmachen. Ihr seht schon, also es wirkt wirklich richtig dämmerig. So, hier Lichter natürlich nochmal an. Kann es sein, dass die mir wieder gerade zurückgesetzt haben, als ich, ja, tatsächlich, als ich hier gedingst habe. Das gibt's ja nicht. So, also habe ich alles richtig eingestellt, die Bremse sitzt. Was, wir haben genau von rechts kommt, von da haben wir 6 Knoten Wind. Macht also nicht ganz so viel. Mike steht genau hinter mir da mit seiner Turkish Airlines Maschine. Also würde ich sagen, gebe ich Kette. So, halber Schub. Triebwerke sind stabil. Vollschub. Ab Richtung London. Gib Gas, ich guck dir beim Start mein zu. Mein Take-Off-Config, also ich weiß nicht, ob das normal ist, das ist immer, aber ich habe das Gefühl, hat das nicht gestern bei den Tests, hat das nicht. Alter, ist das laut. Okay, 120, Return, hier, abheben. Hat funktioniert, Autopilot. An. Dann hat man natürlich positive Steigung, das muss aus, Klappen. Ah, meine Klappen waren nicht ausgefahren, scheiße. Der Jan hebt ab. Alles. Boah, das ist jetzt gerade richtig laut hier, was passiert. Ja, sag ich ja, das ist krass. Das hatte ich gestern auch im Test. So, ich fahre auch auf die Runway dann direkt drauf. Muss ich das schnell nochmal, währenddessen hier Mike gleich startet hier auf jeden Fall. Was ich aber noch gespannt bin, Leute, das ist jetzt das erste Mal, wo ich das aufnehme. Es kann sein, dass es ein bisschen ruckelt, dann werde ich in der Luft bis zur nächsten Folge die Grafikeinstellungen einfach ein bisschen anpassen. So, ich bin jetzt schon gleich in den Wolken drin. Ich guck mal zurück. Nee, okay, ich bin in den Wolken. Ich kann dir jetzt leider nicht mehr beim Start zu gucken. Sah mein Start immerhin schön aus. Also ja, ja, war scheint bis jetzt alles zu funktionieren. Das heißt, ich schalte mal auf 200 Knoten hoch. Ich habe gestern übrigens Mike mal bei dem Testflug überholt. Weil man ja die Geschwindigkeitsanzeige bei der Reiseflughöhe später auf Mach umschaltet und ich hatte eine höhere Reiseflughöhe. Wir hatten die gleiche Flugroute von Nürnberg nach Berlin und ich war nur 2000 Fuß oder 2000 oder 3000 Fuß über ihm und er war eine Zeit vor mir, aber dann, als ich auf meiner Flughöhe war, ja, da habe ich ihn einfach überholt. Da habe ich nichts. Also da so, erfolgreich gestartet. Wir haben jetzt auch eine richtig hohe Reiseflughöhe, würde ich sagen. Da sehen wir den Frankfurter Flughafen. Aktuell sollte es, aber sieht es ganz gut aus. Also von der. Vom Wetter. Von der Grafik her meine ich jetzt. Das habe ich jetzt gemeint. Ja, Grafik. Was für eine Grafik denn? Ja, wenn du mir einmal zuhören würdest, dann wüsstest du, was ich meine. Echt? Aber das sieht aktuell ganz gut aus und ja, dann geben wir so, mal Gas. Klappen fahre ich ein und wenn die dann gleich richtig eingefahren sind, beschleunige ich auf 200 Knoten. Und dann geht es Richtung Reiseflughöhe. Wenn da nichts Spannendes passiert, sehen wir uns dann schon irgendwann auf jeden Fall zum Anflug wieder. Weil den Abflug haben wir dann. Den haben wir jetzt relativ erfolgreich geschafft. Wir gehen jetzt natürlich noch hoch. Ja, genau, 250 einstellen hier. Und mal gucken, was hier bei mir jetzt am Stiss ist. Wenn es schon gleich auf 10.000 Fuß, dann kann ich die Lichter ausschalten. So, hier gucken wir. Und ich fliege jetzt so eine richtig geile, diese langgezogene Rechtskurve fliege ich jetzt. Hat er das bei mir nicht eingestellt oder was ist das? Ah doch, jetzt ist mit drin. Komisch. Okay, jetzt ist mit drin. Also kann man auf jeden Fall schneller werden. Klappen fahre ich auch mal ein. 230 und dann gleich 250 schon. Ich fliege gerade voll durch eine Wolkendecke. Ja, ja, da war ich, bin ich auch schon durch. So, also Reiseflughöhe ist 35.000, ne? 35.000, ja. Krass. Okay, das kann man auch schon mal einstellen. Die Brakes sind auf jeden Fall drinnen. Genau gegen die Sonne gerade quasi. Ich flieg voll durch Wolken. Wir haben ja beide auch echt Zeit, beide echt Wetter und so. Ja. Ja. So, das können wir weg.
Also es dauert, bis man diese Reiseflughöhe erreicht hat. Oh, 10.000 Fuß habe ich geschafft. Das heißt, die Lichter kommen aus. Die Taxi-Lights bin ich mir sowieso nicht sicher, ob die sich sowieso irgendwie aus sein müssen. Ah, ich sehe jetzt gerade, dadurch, dass ich das neu geschaltet habe, ist natürlich bin jetzt mein Eis bisschen auch nicht an. Über den Wolken. Ein bisschen. Meine Druckeinstellung für die Kabine ist auch nicht. Oh Gott, Alter. Was passiert denn jetzt? Der Kopf bewegt sich, weil da irgendwie so eine komische Kurve fliegt. Ja, das ist auch cool, finde ich. Das ist auch mit dem Plugin. Es ist relativ schwer, manche Sachen manchmal einzustellen. Das ist noch auf an. Perfekt. Seatbelt. Wir sind ja noch im Steifflug und machen hier gerade eine heftige Kurve, Alter. Dann müssen die Passagiere auf jeden Fall noch alle. Oh, da vorne sehe ich dich. Ich bin jetzt über den Wolken und da sehe ich dich jetzt. Ui, du bist viel höher als ich, Leute. Oh ja, ich sehe dich auch gerade aus den Wolken rauskommen. Ja. Passt, ja, cool. Ich bin auf 12.700. Sehr, sehr steige cool. Mit, jetzt habe ich von 1.700 auf 1.600 umgestellt. So, also schön mit 35, ja, auf 35.000 Fuß kann man dann richtig schön ballern. Die Lights 0,88 sind wir dann gleich in einer halben Stunde quasi schon übers Meer geflogen und dann in London. Ja, ich habe ja gerade nächste was Folge seht ihr dann in London, das wird richtig nice. Die Landung, uiuiui, ich bin so gespannt. Also ja, Start kriege ich auf jeden Fall hin. Start kriege ich auf jeden Fall hin, da bin ich jetzt nicht so. Ja, ist jetzt auch nicht so schwer. Bin ich schon drin, aber bei der Landung, das wird natürlich interessant. Ich habe noch nie diese Knöpfe hier benutzt, aber oh, die zeigen hier krasse Sachen an. Ah, das sind die Flughäfen. Das ist, ja, okay, interessant. Gucken wir mal. So, wir sind auch auf jeden Fall über 10.000. Wenn ihr irgendwie immer Tipps habt oder so, weil wir sind ja noch relative Anfänger und so, wir wissen schon ein paar Sachen, können die Standardflugmodelle auf jeden Fall schon eigentlich ganz gut bedienen und landen, starten, landen und so, das kriegen wir alles hin. Aber alle, also selbst die Standardmodelle haben natürlich noch so viele weitere Funktionen. Ihr könnt natürlich gerne immer Tipps in die Kommentare reinschreiben. Das auf jeden Fall. Willst du noch steigen oder wollen wir jetzt schon beenden? Wir können jetzt schon beenden. Wir können jetzt schon beenden und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, schaut auf jeden Fall bei der Landung vorbei, das wird super interessant. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.